mal eben. Ich hatte noch eine Patrouille. Ich brauche auch noch einen, glaube ich. Ja, hier finden wir schon. In dem Haus, wo wir rein müssen, sind auch welche drin. Ich bin außer Reichweite. Pull erstmal noch ein paar Leute an, ist richtig. Also ich habe gerade 47 Schaden rausgehauen. Ja. Mit einem scheiß Feuerball. Ich freue mich schon später auf einen Frostfeuerball. Das wird funny. Ja, warte, du bist hinter mir? Jo, passt. Weißt du, zuerst laufen die irgendwie alle in einen rein, das scheiß Arkanenwachen, und jetzt gibt's keine einzige hier, wollte ich mich eigentlich verarschen. So, ich versuche jetzt mal diese eine einzige Truppe da zu pullen, ohne den, gleich unseren Boss zu pullen hier. Okay, hat geklappt. Nein, hat nicht geklappt. Hol dir mal den Boss. Wolf. Kauf die Damage, Alter. Ich brauche ein Ziel. So, jetzt suchen wir uns nochmal ein paar Arkanpatrouillen. Werden wir ja wohl finden. Scheiß Golems. Los, zock. Weil das Zockerzimmer hier, ich bin hier am PC am Zocken, mein kleiner Cousin, so schon irgendwie seit 2 Stunden oder so, Battlefield Bad Company 2 von der PS2. So, wo haben wir diese scheiß Golems hier? Ich hab einen gefunden. Ich hab auch einen gefunden, da stehen ein paar Leute drum. Oh. Da haben wir noch einen. Kommen wir da hoch irgendwie? Bestimmt. Ich glaube, wir haben den gleichen im Visier. Ja, haben wir. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Genau. Ja, geil, hat nicht mal einen dabei gehabt. Bist ein Arsch. So. Next, please. Fick dich. Wie viel brauchst du noch? Okay, dann komm mit, ich brauch noch einen. Voll. Aber brauche ich noch einen oder brauche ich noch zwei? Okay. Ich brauche noch zwei. Ich glaube, du brauchst noch 7. Ja, wir brauchen nur 6 brauchen. Ja. Klatsch mich mal ein bisschen was um. Bonusmaterial. Kriegen wir Erfahrung, Geld. Und wir müssen uns nicht abhetzen mit irgendwelchen kleinen Wichsern, die uns auf die Eier gehen. Jo. Das ist zu weit entfernt. Komm, kabau! Woo! Ich liebe spontan Zauber. Sonst brauche ich noch einen. Was? Ich brauche noch einen. Ich dachte, du brauchst gerade einen. Nein, ich brauche noch zwei. Lol. Da vorne habe ich ja schon ein Visier. Ohne Scheiß, ne? Ich liebe Magier jetzt schon. Oh ja. Yeah. Hier ist so eine Arkanwache, ne? Ja. Ich pull meinen Straßen. Den pull ich gerade. Muss überhaupt nichts machen, Dennis. So, ich habe meine 6 von 6, wir können nach Hause gehen. Komm, aus einfach aus Prinzip. Jo, auf jeden Fall. Ich gebe aber, ich mach's aber cool, ich gebe Punkt Start ein. Oh nein! Verdammt. Das ist keine gute Idee. Nee, nicht wirklich. So, also war schon mal hier. Ich kann hier schon mal gleich verkaufen. Ich habe einzigartige Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ich gebe auch ein bisschen was für. Ich mach meine Waffe mal wieder neu. Wow. Also die kleine Leck. Oh, tut mir leid. Ich bin leider etwas erkältet. Ja, einfach aufzurauchen. Ja, das ist immer noch eine Erkältung, Alter. Ohne Witz. Der Tag der Abrechnung wird kommen. 5 Silber für die Quest bekommen, okay? Ehre den Sindorei. Wir bekommen eine Robe, die ist aber nicht besser. Sieht die denn besser aus? Auf jeden Fall. Da wir mehr Geld für kriegen, egal.
Es geht auch, kommt auch ein bisschen aufs Aussehen an. Na jo. Also nehmen wir die. Stimmt. Yeah. Gangster. Ja, auf jeden Fall. Unsere so, was holen wir uns denn? Ja, Kettengürtel. Ganz klar. So, wo müssen wir jetzt hin? Da und da. Okay, das kriegen wir wohl hin. So, Level 8 sind wir nicht. Sind wir so richtig ganz knapp davor. Alles hat seinen Preis. Hier haben wir einen besseren so, Stahl. Den kaufe ich mir, glaube ich, mal direkt. Einfach weil ich es kann. Haltet den Kurs. Waffenhändler. Was Alt. Sucht ihr? Was denn? Jorel Aran. Geilere okay. Sachen? Bleibt wachsam. Nein, weiter. Nicht wirklich. Sieht nicht geiler aus als mein Schwert. Was bekommt man hier beim Paladin-Lehrer? Ah, wieso gehe ich auch zum Paladin-Lehrer? Du bist doch der Paladin. Nein. Der Schild sieht doch scheiße aus. Wenn der besser ist, dann würde ich ihn trotzdem nehmen. Und das gucken wir mal. Ich klatsch mal kurz noch ein, zwei Mobs um, damit ich Level 8 bin. Und mir neue Skills kaufen kann, bevor wir hier weggehen wieder. Das ist er, ja. Er hat einen Blockwert mehr und... Ja, kaufen uns neuen Schild. Na, siehst du? Sieht aber trotzdem verdammt scheiße aus. Scheiße, Karl. Ich find's schade, dass man nicht so wie bei Herr der Ringe online machen kann, dass man quasi zwei Ausrüstungssets hat. Das eine ist einfach designmäßig, das andere ist halt wertemäßig. Jürgen, was machst du eigentlich hier schon wieder ohne mich? Was soll man überhaupt machen? Ich hab doch gesagt, ich klatsch kurz ein, zwei Mobs, damit ich Level abkriege. So. Meine Level 8er Spells kaufen kann. Achso, ja, warte, mach ich das auch eben. Ich bin auch bald Level up. Ich habe jetzt nur 11 Erfahrung schon. Ganz 11. Nur sowas, ich muss in dieses Gasthaus rein, nach oben dackeln. Und das jedes Mal, wenn ich zu meinem Lehrer muss. Ja, stimmt. Der Mage-Lehrer war ja. Gut, weit weg geht. Einfach nur hier oben. Ja, weiter als die anderen. Na gut, hier haben wir halt Hexenmeister, hier haben wir Magier, Priester. Die Dinger halt, ne? So, Arkane Geschosse, Verwandlung und Frostblitz auf 2. Ja, yeah, ich habe eine struppige Lederweste so, bekommen. Verwandlung packen wir mal dahin. Gucken wir beim Tuch- und Lederhändler, ob wir da was Geiles kriegen. Was sucht ihr? Ja, mal wieder eine neue Robe. Oder Weste, besser gesagt, die eigentlich gar nicht mal so schlecht aussieht. Ich repariere jetzt schon mal meine Sachen. Lol. Okay, ich glaube, wir kaufen einfach mal eine Runde. Wir kaufen uns mal eine Runde hier durch. Einfach mal alles einkaufen, was geht. Eine komplette neue Ausrüstung. Alles hat seinen Preis. Okay, nochmal checken, ob ich auch alles bei allem das Richtige anhabe. Nicht, dass ich jetzt die guten Sachen wieder verkaufe. Zwei coole Roba wieder weg. So, Buff hast du noch meine? Ja, hast du noch, gut. So, hast du langsam ein Level up? Ja, gleich. Und ich hole mir noch eben die zwei Mobs da hinten. Also cool, ich kann NPCs buffen. Und toll. Das bringt was? NPCs haben Buff. Und toll. Da du Level 8 bist, habe ich eine Idee. Dann holst du mal deine Spells und machen wir mal ein Duell. Ja, gucken. Was du wahrscheinlich gewinnen wirst, weil du einfach ein bisschen mehr Damage brauchst. Hast. Du kannst dich healen, hallo? Das heißt, ich muss dich so gesehen erstmal oben kriegen. Ja. Aber du machst dann meinen Buff bitte aus, ne? Ja, ja. Oh Leute, so kurz davor, ja, Level up, ne, weißt du? Kann ich mir noch so einen scheiß Mob hier. Da klatsch noch einen um. Oh, WTF. Mir fehlen genau, weißt du, wie viel? Fehlen? Genau 9 EP. Ja, klatsch noch einen um, da hast du's. Ich hab schon 100%. Richtig gut. Ich hab 0. So, dann mach mal bitte meinen Buff schon mal aus.
Ist mir hier gerade alle Buffs ausgegangen? Nein. Weil mir hast du jetzt nur noch einen. Welchen denn? Dein Paladin-Buff, Siegel der Gerechtigkeit. Siegel der Rechtschaffenheit, meine ich. Ne, ich hab noch Segen der Macht und Aura der Ringer. Sehe ich jetzt auch gerade. So, ich warte hier am Brunnen auf dich. War hier auf dem Platz. Ja. Geh schon mal aus der Gruppe raus. Ich werde das Duell so verkacken, weil ich einfach immer PvP sowieso immer verkacke. Ja, das bringen wir den später auch noch bei, Dennis. Das kriegen wir schon alles hin. So, ich habe Läutern, Hammer der Gerechtigkeit und Parieren. So, Läutern packen wir zu den Krankheitseffekt, das kommt dahin, das benutze ich fast nie. Was ich auch schade finde bei WoW, dass es, dass die Gespräche nicht so halt synchronisiert sind. Jo. Dass man halt nicht hört. Ich sehe gerade. So halt immer lesen, muss immer lesen. Aber genau, das ist ja schon wieder ein Grund, warum ich mich auf Guild Wars 2 freue. Weil die Hauptquests zum Großteil synchronisiert sind. Ja. So, 3, 2, 1. Auf geht's. Ja, schläfst du mich erstmal ein hier. Na, verpiss dich, Alter. Ohne Witz. Oh, ohne Witz. Oh, dann verfehle ich auch noch. Lol. Oh, Junge. Alter, wie schnell kriegst du dein Leben wieder drauf? Jo. Vor allem, ich habe irgendwie keinen Mana-Verlust. Mit deinem scheiß Schaf. Wieso? Ne? Kommst du sofort wieder raus und kriegst dein ganzes Leben wieder vor? Das geht mir auf die Eier. Lol. Ah, lass mich in Ruhe. Ah, lol. Ja, toll. Hauptsache ich häng fest. Hammer geil. Alter! Wieso kannst du mich verdammt nochmal stunnen? Nein, geh weg von mir. Ich kann's. Ach, fick dich. Was? Lol. Duellikat. Aber irgendwann werde ich auch noch kaputt klatschen. Warte, ich kann dich doch eben healen. Ich weiß eben schnell was. Katz. So, einladen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dein scheiß Zauber regt sich so auf. Ja. Jo, so. Wie geht's weiter? Einen besiegten Eindringling. Erste Lieferung an den Sanktum des Nordens. Ja. Danach ist er zum Westen. Genau. So, jetzt komme ich hier zur Todesschneise. Da kannst du richtig gut für deinen Schneider erfahren. Oh ja. Weil es einfach so viel Leinstoff. Wir müssen geradeaus. Ah, die coolen fliegenden Viecher. Ja, die sind geil. Vor allem was richtig geil ist, wenn man die als Reittier hat. Mhm. Gibt's hier eigentlich das Reittier? Es gibt jetzt ziemlich alles als Reittier fast, ja. Ich glaube Mana-Würmer nicht. Doch, gibt's Mana-Würmer, ja gut. Echt? Es gibt diesen Drachen da. Diesen Würm. Nennt euer Anliegen. Bleibt wachsam. Mussten wir jetzt nicht mit dem quatschen? Was kann ich für euch tun? Nee, okay, das kommt später. Kommst du dran? Jo. Hier oben ist eine Quest. Hammer gut. So, wir annehmen. Siegen. Guck, es war nur ein paar Meter weiter zur Brücke da vorne. Jo. Entlang Silbermond. Was?